Etwa einen Monat vor dem Gedenktag zur Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 sorgt eine entfernte Inschrift, die an Dresdens Bombentod erinnerte, für mächtig Aufregung. So sah es hier früher aus. Jetzt ist die Gedenkschrift plötzlich verschwunden, offenbar wurde sie einfach abgeschleift. Die 84-jährige Gislinde Baska erlebte den Zweiten Weltkrieg, kann über die Entfernung nur mit dem Kopf schütteln. Das ist so wichtig. Neben dieser Bank ist damals, nach dem 13. Februar, ich habe ja den Krieg auch miterlebt als Kind. Wir haben bloß nie in der Stadt gewohnt. Es waren mehr wie 35.000 Tote. Und wegen solchen Gefahr hatten sich ja solche Bahnhöfe, solche Schienen. Und dort sind die verbrannt worden. Und das steht dann, war an der Bahn, der 13. Februar von Dresden, damals, Zweiten Weltkrieg, darf niemals vergessen werden. Niemals. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Gerade wo jetzt wieder so viele Kriege sind, wo die Menschen umkommen. Das finde ich so. Lange war unklar, wer überhaupt hinter der Entfernung steckt. War es möglicherweise Vandalismus oder gab die Stadtverwaltung einen Auftrag? Selbst das Stadtoberhaupt, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, soll keine Kenntnis gehabt haben, so Freie Wähler-Fraktionschef Jens Genschmar im Interview mit Sachsenfernsehen. Für mich persönlich ist es ein Angriff auf die Demokratie, wenn wir als Stadträte, die Gremien, aber eigentlich bei dem sensiblen Thema müsste man sogar die Dresdner Bevölkerung einbeziehen, nie sozusagen mitgenommen werden. Wir wissen, wie kontrovers der 13. Februar in der Stadtgesellschaft diskutiert wird. Und wenn irgendwelche Leute, sagen wir, und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute sagen, da oben, festlegen, hier einfach was wegzumachen, nie kommunizieren, der Oberbürgermeister nie weiß, was passiert. Für mich ist es entweder, werden wir als Stadträte nicht ernst genommen, andere würden vielleicht gesagt, auch verarscht, oder die Verwaltung macht, was sie will, oder vielleicht auch beides. Die Stadt Dresden teilte, nachdem man seit gestern Anfragen nur knapp beantwortete, heute Nachmittag schließlich mit, im Zuge der planmäßigen Bauarbeiten auf dem Altmarkt sei die Inschrift entfernt worden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird zitiert. Die Kritik in dieser Angelegenheit ist berechtigt, da wir aus kommunikativer Sicht äußerst unglücklich agiert haben. Bei Veränderungen an einem so sensiblen Erinnerungsort ist eine proaktive Kommunikation dringend erforderlich. Eine rechtzeitige Information über das geplante Vorgehen sei, so Hilbert, unerlässlich gewesen. In den kommenden Tagen soll auf dem Altmarkt eine Stele errichtet werden. Sie soll neben der Zahl der Toten durch Bomben auch eine zusätzliche Information erhalten. Seit 1945 ist der 13. Februar einer der wichtigsten Gedenktage in der Landeshauptstadt Dresden. Seitdem wurde der Gedenktag wiederholt politisch instrumentalisiert und umgedeutet. In den vergangenen Stunden nutzten auch bekannte rechtsextreme Gruppen die Entfernung der Mahnung für sich, machten der Stadt schwere Vorwürfe. Die AfD Dresden fragte auf ihrem Telegram-Profil bereits nach einer politischen Motivation der Maßnahme. Allenfalls sorgte das Thema für Spekulation und Empörung.